Trucker-Babe Helga hat es auf ihrer Tour zu den Balearen inzwischen nach Frankreich geschafft. Nach der ersten Nacht in ihrem neuen Truck ermuntert sie sich mit einem Rundgang. Ich hoffe, ich kriege noch jetzt eine kleine Prise steirischen Holzgeruch. Ah, gutes steirisches Holz. Ja, der morgendliche Kontrollgang. Ich schaue wieder mal hinten rein, aber es der liegende Platten, da kann normal so nichts passieren. Schaut alles in Ordnung aus. Bei dem Rundumcheck kann aber durchaus etwas zu entdecken sein. Erlebt hat Helga schon genug. Na, das Erste, was ich immer schaue, ist da unten, ob die Tankdeckeln zu sind, weil sie dann recht gern Diesel anzapfen. Ich kann die aber mit einem Schlüssel versperren, was ich aber eigentlich nie mache. Weil wenn sie einen Diesel wollen, wollen sie sind sowieso. Und da ist mir lieber, macht einen Deckel auf, als wir bohrt man einen Tank auch. Ja, und dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges zu tun. Ein Morgenhack. Guten Morgen, Willem Alexander. Das ist so ein schönes Auto. Und er ist wirklich so brav. Und darum habe ich ihm den Namen Willem Alexander gegeben, nach dem König von Holland benannt. Weil er ist ja eigentlich ein Holländer. Und das Allerbeste auf dem Auto ist meine Einbruchsicherung. Wenn ich in der Nacht schlafen gehe, habe ich da einen Rückknopf. Da fährt so eine Eisenbolzen raus und der verriegelt mir in die Tür rein. Es kann nie mehr irgendwer eine Tür aufbrechen, das geht nicht. Kurz nach 7 Uhr setzt sich Helga mit Willem Alexander in Fahrt Richtung Süden. Ziel ist es, in 2 Tagen in Ibiza zu sein, also noch genug Zeit. Helga denkt noch nicht weiter, sondern freut sich über die angenehmen Dinge ihres Berufslebens. Schließlich war dies die erste Nacht, die Helga in Willem Alexander verbracht hat. Ach, wenn das ein Psychotherapeut hört. Ich hab halt voll super gut geschlafen. Das Auto hat einfach so ein gutes Bett, so eine gute Matratzen. Sie haben mir schon gesagt, dass man in dem Auto gut schläft, aber man schläft wirklich gut. Ich habe immer mein Leben lang gesagt, ja, mir ist das komplett wurscht mit welchem Auto, das ich fahre. Ich lege doch jetzt keinen Wert drauf, dass der groß und schön und ein V8 ist. Oder er muss fahren, er muss mich immer gut heimbringen. Das Geld muss monatsende passen, die Touren müssen einigermaßen passen. Das war mir immer wichtig. Und dann haben sie immer gesagt, haha, glaub mir das, wenn du da mal ein schönes Auto hast, mit einem schönen Werkzeug, ist einfach besser arbeiten. Und sie haben recht gehabt. Das ist jetzt so ein schönes Auto. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher von Innenraum für einen wirklichen Fernverkehr, so wie ich das mache, von Innenraum kommt überhaupt keiner, auch nur annähernd zu mir. Er hat wirklich alles, was das Herz begehrt. So, Schnuckli, aber jetzt weiter in Eco-Modus raushauen, damit du ein bisschen Gas gibst den Berg auf. Wir schnurdeln so dahin den ganzen Tag im Eco-Modus, weil wir wollen ja wirtschaftlich fahren. Aber wenn es bergauf geht, ist es gescheiter, ich tue nicht mehr raus. Doch da entdeckt Helga etwas im Rückspiegel. Das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist die offene Schnalle da hinten. Aber was soll's, ich habe ja noch 40 andere. Sie hält den nicht. Ich hab's schon 27 Mal zugemacht. So wie ich wegfahre, geht sie wieder auf. Hoffen wir gleich, dass sie keine anderen inspiriert, dass sie mit aufgängen. Soll nichts Schlimmeres als die offene Schnalle passieren. Helga kennt einige Horrorgeschichten von den Raststätten Europas. Aber die heute zu erreichende Raststätte sollte sicher sein. Die Route heute geht ungefähr auf 600 Kilometer bis kurz vor Barcelona. Da gibt es einen guten Truckpark. Da werde ich mich einparken. Da werde ich dann auch 24 Stunden stehen bleiben, weil da ist nicht weit nach Barcelona rein. Normalerweise bleibe ich immer in La Jonquera bei der BP-Tankstelle stehen. Das ist ein sicherer Parkplatz. Es ist unten in der Gegend immer wirklich wichtig, dass man sicher steht. Das ist überall zum Aufpassen. In Italien ist es nicht mehr so tragisch. Da habe ich jetzt weniger Bedenken. Die ganzen Gegenden rund um Brüssel bleibe ich ganz ungern stehen. Da haben sie vor Jahren sogar einmal einen Lastwagenfahrer ermordet.
Das war ja nicht mit Absicht, dann haben sie eingegast. Und der ist munter geworden, während sie das Auto ausgeräumt haben. Und der hat sie dann gewehrt und dann ist das halt passiert. So wirklich hundertprozentig sicher ist man, glaube ich, nirgends. Es kann immer was sein. Gut gelaunt spult Helga in Frankreich die Kilometer ab. Alles macht ihr Spaß heute und sogar die ewigen Mautstellen geben Anlass zur Freude. Also der französische Telepass, der funktioniert diesmal. Insgesamt 19 Länder in Europa hat Helga schon dienstlich bereist und jedes hat seine Eigenheiten. Ich muss durch so viele Länder und es sind überall andere Gesetze und ich schleiche einfach ganz unauffällig und ruhig in der rechten Spur dahin. Und man wird natürlich immer nach dem Gesetz, was in dem Land, was bist, beurteilt. Wie soll ich sagen, ein Italiener zum Beispiel ist am gescheitsten, du schleichst wirklich ganz unauffällig rechts dahin. Niemals überholen im Überholverbot. Wenn er wirklich irgendwas hat oder du irgendeinen Blödsinn gemacht hast und du musst Straf zahlen, dann zahl das dem Italiener und ja, nicht diskutieren. Der Italiener, der hat so einen riesen Spielraum von Strafen her. Und wenn du dem nicht sein Gesicht stehst, der beschlagnahmt ist Auto und der nimmt da wegen einem Scheiß den Führerschein weg. Ja, tut mir leid und so ein fertig sind wir. Der Franzose ist ein bisschen gnädiger. Der will einfach viel Pausen sehen. Das ist ihm wichtig. Und wenn man jetzt, wenn es wirklich ganz blöd hergeht und man schießt einmal über die 10 Stunden drüber aus, macht man einen Ausdruck und schreibt man auf, ich habe einen Parkplatz gefunden oder irgendwas. Wichtig ist immer, dass man einen Ausdruck macht, wenn irgendwas nicht mehr passt, dass man das dann erklären kann. Aber wenn er sieht, man bleibt noch 4 Stunden, eine Stunde stehen und man macht wirklich großzügige Pausen zwischen rein, der will einfach keine 45 sehen, der will immer eine Stunde sehen. Und sagt, ah, brav und passt. Nein, dann wegen den paar Minuten, das ist ihm dann wurscht. Das ist einfach, in jedem Land ist das ein bisschen anders. Der Spanier, der mag das nicht, wenn man nicht angeschnallt ist. Das ist die größte Sünde in Spanien, sich nicht anzuschnallen. Der nimmt da 200 Euro ab, wenn du nicht angeschnallt bist. Und was passiert eigentlich bei verbotenem Fahren auf einer französischen Autobahn? Irgendetwas kommt dem Trucker Babe hier komisch vor. Ich habe schon langsam sicher das ungute Gefühl, dass in Frankreich jetzt auch ein Samstagfahrverbot gibt. Und zwar merke ich das daran, dass einfach zu wenig losgewogen fahren. Es sind nur mehr ganz vereinzelte Planen. Da kommt auch wieder einer. Es war zuerst ein Autotransporter. Ja, wenn man hier schon lange als Plane auf der Autobahn unterwegs ist, ist ziemlich sicher, dass ein Fahrverbot ist. In einem Fahrverbot dürfen eigentlich nur mehr Kühlwagen mit verderblicher Ware fahren. Milchautos, alles, was dringend notwendig ist. Und was verderblich ist. Was jetzt mein Holz nicht unbedingt runterfällt. Ich habe das wirklich recherchiert, aber bei verschiedenen Quellen, aber es steht überall was anderes drinnen. Und dass in Frankreich auf einen Samstag ein Fahrverbot ist, steht eigentlich nirgends drinnen. Ich weiß es nicht, aber es sind da einfach zu wenig Lastwagen unterwegs. Die Autobahnen sind voll geparkt. Und sie sind einfach nicht auf der Autobahn, wo sie hingehören. Na, der vor uns, das ist ein Kühlwagen, der hat Orangen oder Fleisch oder irgendwas so, der mit einem Kühlwagen frisst nicht auf. Also ich weiß es jetzt nicht, es hilft eh sowieso nichts, ob jetzt ein Fahrverbot ist oder nicht. Ich muss jetzt eh fahren und ich werde es auch machen, wann es ist. Und ich komme durch, habe ich Glück gehabt und sonst kommt eh irgendwo ein Blaulicht. Es hilft eh nicht, ich muss es riskieren. Ich komme sonst nicht zu der Fähre runter und das wird sicher teurer wie der Strafzettel, was ich da jetzt kriege. Es hilft nicht, hopp oder drop. Aber ganz wohl ist Helga bei der Sache nicht.
Fahrverbot oder nicht Fahrverbot in Frankreich, das ist die große Frage. Helga hat sich zur Sicherheit schon mal die Inkognito-Brille aufgesetzt. Doch jetzt ist eh alles egal, weil wir sind raus aus Frankreich. Und da sagen wir jetzt nur mehr, viva España! So, ich bin jetzt fast am Ziel. In 2000 Meter geht's in die Tankstelle rein, wo ich gern stehen bleiben möchte. Das Problem ist, es war gleich nach der Grenze schon die erste Tafel, das ist ja, dass der Parkplatz voll ist. Und das ist jetzt der einzige Security-Parkplatz, den ich kenne, da herunten. Ich will das Auto einfach nicht irgendwo wild hinstellen. Ich will ihn wirklich sicher irgendwo hinstellen, wo nichts passieren kann. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwer weggefahren ist und dass ich da irgendwo noch eine Lücke erwische. Wenn ich da jetzt nichts kriege, dann kann ich wirklich nachdenken, wo ich hinfahren sollte. So, jetzt setzen wir mal einen Blinker. Es ist, man sieht da im abgesperrten Bereich eigentlich eh ganz gut. Schau, da sind ja eh noch ein paar Platzeln frei. Puh, Gott sei Dank. Naja, was ich losen kann, mehr rein. Die Ampel ist rot, das ist jetzt aber voll. Das hilft ja nicht. Wenn er abgesperrt ist, ist er abgesperrt. Ich schaue jetzt einmal da vorne und hoffe, dass da vorne noch irgendwo ein Platz ist. Schaut auch schon ziemlich voll aus. Ah, voll, ah, voll, ah, voll. Na echt jetzt. Oh, freie Parklücken. Das ist jetzt aber echt ein besonderes Glück. Helga hat wirklich Glück, braucht dieses aber gleich ein zweites Mal, weil ganz so leicht wird es das Trucker Babe hier nicht haben. Das wird aber jetzt gar nicht so einfach, dass ich da einpacke. In Spanien quält sich Helga nach einer langen Autobahnfahrt mühselig in die einzig freie Parklücke, die das Trucker Babe noch erwischt hat. Naja, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass ich da reinkomme. Das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass ich da irgendwie reinkomme, sondern ich hab da auch auf der anderen Seite die Leitschiene. Und das geht sich jetzt so schon mal gar nicht aus. Helga versucht es nochmal. Und setzen wir nochmal Knopper an. Sehr schwierig. Also wenn ich jetzt der Renault-Fahrer war, hätte ich den Spiegel weggeklappt. Ja, es hilft nicht. Ich muss den so Knopf nehmen. Das geht nicht anders. Sonst ich da drei in Aufleger ja nicht mehr hinter. Eine schwierige Geburt. Endlich erbarmt sich ein männlicher Kollege und weist Helga ein. Das Problem am Einweisen ist, dass die meisten erst Stopp rufen, wenn es schon gekracht hat. Aber Helga schafft es und ist zufrieden. Das war jetzt echt ein super Einweiser. Der hat mir immer gesagt, schau zu mir, schau zu mir. Ich zeig dir das schon. Er hat auch hinten noch einen Stern gehabt, der was hinten geschaut hat, dass nichts passiert. Also das war jetzt echt nett. Ich habe nicht einmal gefragt, wann es mir wirklich ein bisschen zu blöd wird, das Einparken, dass wirklich, bevor dass ich 25 Mal aus- und einhupfe, da sage ich zu einem, der was nebensteht, bitte schau mal ein bisschen.
Und natürlich muss man selber auch immer irrsinnig aufpassen, schön langsam, dass nichts passiert. Nur nicht hudeln ist das Allerwichtigste. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt zum Meer. Ich werde mich jetzt von meinem Willem Alexander verabschieden und werde ihn ein bisschen allein lassen und dann werde ich ins Meer springen. Mr. Worldwide, el blanquito mandito con el negrito el caón. Jetzt hat sich das Trucker Babe eine Abkühlung verdient und die findet sich in einer nahegelegenen Bucht. Also es ist genau das, was ich an meinem Job jetzt liebe. Ich fahre nicht von A nach B und von Linz nach Wels oder von Graz nach Wien. Ich fahre jetzt von Katsch nach Ibiza. Und der erste Strand, der war jetzt in Nizza, der zweite ist hier kurz vor Barcelona. Das hat sich eher so ergeben. Und morgen schiffe ich da dann rüber nach Ibiza. Da stehe ich dann auch wieder 1,5 Tage. Was gibt es Schöneres? Ja, wer zu genießen versteht, ist klar im Vorteil. Und Helga versteht es und gönnt sich noch eine kleine kulinarische Köstlichkeit aus dem Meer.